Für die Bundesregierung hat das Wort die Frau Staatsministerin Monika Grütters. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, von Jean Sibelius, dem berühmten finnischen Komponisten, stammt das Bonmot: Über Musik könne man am besten mit Bankdirektoren reden. Künstler redeten ja sowieso nur übers Geld. Zumindest die erste Behauptung, den Kunstsinn der Kassenhüter betreffend, deckt sich auch mit meinen persönlichen Erfahrungen. Nicht nur mit Bankdirektoren, auch mit Haushalts- und Finanzpolitikern kann man ganz hervorragend über Kultur reden. Und das macht sich dann in Euro und Cent bezahlt, was wiederum Künstler und Kreative wie auch Kulturpolitiker freut. Ich bin jedenfalls sehr zufrieden mit dem Ausgang der Gespräche zum Kultur- und Medienhaushalt 2018, denn erneut konnte die Kulturfinanzierung des Bundes signifikant gesteigert werden, zum Wohle zahlreicher kultureller Einrichtungen und Projekte im ganzen Land. Lassen Sie mich ganz kurz auf die wesentlichen Veränderungen eingehen. Wie bereits im März in der Generaldebatte hier im Deutschen Bundestag angekündigt, ist es mein Ziel, in dieser Legislaturperiode die Aufarbeitung von und den Umgang mit Beständen aus kolonialen Kontexten in Sammlungen und Museen voranzubringen. Deshalb stocke ich mit meinem Haushalt 18 die Mittel für Provenienzforschung ein weiteres Mal auf, um mehr als eine 500.000 gegenüber dem ersten Regierungsentwurf und für den Entwurf 2019, den wir derzeit erarbeiten, beabsichtige ich gerade hier weitere Erhöhungen. Ein erster wichtiger Schritt war die Unterstützung des Deutschen Museumsbundes bei der Erarbeitung eines Leitfadens zum Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten. Den haben wir am Montag veröffentlicht. Und ich bin sicher, er wird sowohl den Museen wie auch der Politik helfen, diesem anspruchsvollen und, das kann man bei der Befassung wirklich lernen, sehr vielschichtigen Thema gerecht zu werden. Dieser Aufgabe sollten, ich glaube, müssen wir uns mit Aufrichtigkeit und Nachdruck stellen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, viel zu lange war die Kolonialzeit ein blinder Fleck in unserer Erinnerungskultur. Und viel zu lange war das in dieser Zeit geschehene Unrecht vergessen und verdrängt. Es endlich ans Licht zu holen, ist Teil der historischen Verantwortung Deutschlands gegenüber den ehemaligen Kolonien und Voraussetzung für Versöhnung und Verständigung mit den dort lebenden Menschen. Deshalb ist es gut, dass diese Fragen auch mit dem Baufortschritt beim Humboldt-Forum ins Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit gerückt sind. Dort haben wir gestern einstimmig, das ist richtig, Herr Jung, mit allen in den Stiftungsrat entsandten Vertretern der Parteien, der Regierung, Experten einstimmig Hartmut Dorgalow zum Generalintendanten gewählt. Dass wir diesen großen und, wie ich glaube, wirklich wichtigen Schritt in dieser Einmütigkeit getan haben, war zwar nicht unbedingt zu erwarten, freut mich aber doch umso mehr. Zeigt es doch, wie wirksam eine Kultur der Verständigung sein kann. Hartmut Dorgalow wird diese, so beschreibt er selbst das Humboldt-Forum, Freistätte für Kunst und Wissenschaft der Allgemeinheit erschließen. Ich danke an dieser Stelle ausdrücklich Neil MacGregor, der bislang gemeinsam mit Horst Bredekamp und Hermann Patzinger den inhaltlichen Feinschliff am Großprojekt Humboldt-Forum vorgenommen hat. Es ist damit gut gerüstet für die letzten Monate bis zur Eröffnung Ende 2019. Und ich möchte an dieser Stelle auch ausdrücklich, jetzt ist er leider gerade gegangen, Herrn Pronold, dem Staatssekretär im Bauministerium, danken, der das Projekt bisher ganz hervorragend gemanagt hat. Im Humboldt-Forum in dieser Freistätte laden wir die Besucher ein, Weltbürger zu sein. Wie wichtig es wieder geworden ist, demokratische Errungenschaften wie die Kunstfreiheit, die Pressefreiheit, die Meinungsfreiheit aktiv zu verteidigen, müssen wir täglich, übrigens nicht nur im Blick auf manche Nachbarländer, erleben. Immerhin darf Hajo Seppelt jetzt doch nach Russland einreisen. Aber wenn wir auf den Theatermacher Srebrennikow dort schauen, der nicht zum Theatertreffen kommen konnte, wenn wir sehen, wie schwer es unabhängige Journalisten in Ungarn haben
Und wenn wir die zunehmende Einschränkung der Medienfreiheit in Polen durch das neue Mediengesetz beobachten, wenn wir mit ansehen müssen, wie Liu Xia, die Witwe des Schriftstellers Liu Xiaobo, in China leiden muss, oder wenn wir sehen, wie viele Künstler und Intellektuelle in der Türkei immer noch im Gefängnis sitzen. Und wenn wir auch hierzulande mit Vorwürfen wie Lügenpresse konfrontiert werden, spätestens dann wird klar, wie wichtig und wie notwendig hier bei uns wirksame Programme sind, die die Bürger, vor allem auch junge Menschen, sensibilisieren für den Wert der Freiheit. Im Austausch mit Experten erarbeiten wir dazu bei BKM neue, vertiefende, weitere Projekte zur Erinnerungskultur, zur Integration und zur Medienkompetenz. Die hierfür bereitgestellten Gelder dürften bestens investiert sein. Die Steigerung, ich komme zum Schluss, des Kulturetats, meine Damen und Herren, ist vor allem eins. Sie ist Ausdruck der Wertschätzung für Kultur und Medien in ihrer Bedeutung für eine offene, demokratische Gesellschaft, für Verständnis und Verständigung, für gesellschaftlichen Zusammenhalt und Integration. Und warum Künstler und Kreative für Förderung und Unterstützung verdienen, hat der kürzlich verstorbene Kardinal Karl Lehmann, der heute an diesem 16. Mai seinen 82. Geburtstag gefeiert hätte, einmal so formuliert. Ich zitiere: Weil wir in einem Zeitalter leben, das häufig vom Nutzenkalkül regiert wird, stellen wir in vielen Lebensbereichen nur Fragen, die wir auch knapp und effizient beantworten können. Nennen wir sie einmal die kleinen Fragen. Deshalb sind Menschen so wichtig, die uns lehren, an den großen Fragen festzuhalten. Und da rangieren die Künstler sicherlich mit an vorderster Stelle. Sie stellen unsere oft eindimensional festzementierten Weltbilder immer wieder heilsam in Frage. Soweit Kardinal Lehmann, auch hier im Deutschen Bundestag. Können wir ja oft nur die kleinen Fragen beantworten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Umso wichtiger ist es, dafür Sorge zu tragen, dass unsere Gesellschaft im Gespräch, in Verständigung auch und gerade über die großen Fragen bleibt. In diesem Sinne bitte ich Sie um Unterstützung meines Haushaltsentwurfs für Kultur und Medien in den anstehenden parlamentarischen Beratungen. Vielen Dank.